Schräge Töne, Umweltgeräusche, Industrielärm. Dazu der Sound des Synthesizers oder herkömmlicher Instrumente, alles gemischt. Heraus kommt Industrial Music, eine Form experimenteller Musik für ein kleineres Publikum. Kein Sound für verwöhnte Ohren, eher alternative Musikgestaltung. Industrial Musik, ja, ist Musik mit Lärm, mit Blech, mit herkömmlichen Instrumenten gemischt und umgesetzt. Sie entstand speziell in den Industriezentren, in den Großstädten und verbreitet sich halt wie alles. Und heute ist es irgendwie viel mehr verbreitet, nicht jetzt speziell auf Industriezentren mit ganz anderen, in der Wüste oder so, mit ganz anderen Rhythmustechniken und so alles. In Deutschland führt der Industrial Sound noch ein Schattendasein, ist Musik für die Underground-Szene. Verschiedene Punk-Strukturen vereinigen sich hier. Da wundert es nicht, dass in Großbritannien, dem Ursprungsland der Punkwelle, diese Musik viel populärer ist als bei uns. Einige Gruppen, wie die Royal Family and the Poor, sind von den britischen Inseln zum Lärmstrukturfestival gekommen. Noch nie gab es in Deutschland eine Veranstaltung dieser Art. Und so ist es verwunderlich, warum gerade im ländlichen Raum wie Oberschwaben so etwas geboten wird. Die Musikszene hier ist besonders aktiv und vielseitig, fand Julian Eicher heraus. Warum? Zum einen der ausländische Einfluss vom nahen Ausland, vor allem von der Schweiz, von Zürich, hier mit eine Rolle spielt. Und zum anderen, dass junge Leute hier aus der Gegend auf andere Voraussetzungen stoßen als zum Beispiel in der Großstadt. Das heißt ganz einfach, dass die nicht alles so in dem Maß vorgesetzt kriegen, wie das in Großstädten eher der Fall ist. Und mehr selber machen müssen, mehr Eigeninitiative zeigen müssen. Der Student muss es wissen. Er hat Informationen über nahezu 200 oberschwäbische Musikgruppen und deren Sound zusammengetragen. Sein Buch darüber wird noch in diesem Monat erscheinen. Für die Musik hier beim Festival, nicht nur in den Konzerten, auch im Videocafé, begeistert sich nur ein kleines Publikum. Gerade das stellt Johnny Sturm, den Organisator, vor große Schwierigkeiten. Statt der erwarteten 300 Zuschauer pro Abend, die den Etat gedeckt hätten, kamen bislang zu den Konzerten nur jeweils knapp 100. Zu wenig. Resümee zur Halbzeit. Ja, ich finde die Band sehr toll und überhaupt das ganze Visuelle daran ist sehr toll. Die finanzielle Situation ist was anderes. Ich muss mir jeden Tag Geld ausleihen, um die Band zu bezahlen. Was bedeutet das für dich? Für mich finanziellen Untergang. Aber so visuell, ich weiß nicht, ich lebe halt visuell und nicht finanziell. Industrial Music ist für viele totale Subkultur. Musik von und für Außenseiter, aber mit Anspruch auf Anerkennung. Die drei Mitglieder der deutschen Gruppe Abt studieren alle Musik, sind also den herkömmlichen Klängen nicht fremd. Wo haben sie die Ideen für ihre alternative Musik her? Ja, unsere Musik handelt von Dingen, die nicht mehr da sind. Von alten Personen oder Sachen, die man verlassen hat. Die Musik kommt diesem Begriff von dem Festival Struktur und Lärm eigentlich ziemlich nahe, glaube ich. Wir machen sie deshalb natürlich, weil sie uns Spaß macht. Und für wen macht ihr sie? Sicherlich für einen sehr kleinen Kreis von Hörern. Das ist aber auch ganz bewusst so. Und dass wir nicht berühmt werden, ist uns auch klar.